Parlamentarische Versammlung der NATO in Madrid. Spanischer Regierungschef fordert russischen Abzug aus der Ukraine. Keine Einigung im Kennzeichenstreit zwischen Serbien und dem Kosovo. Gespräche in Brüssel nach 8 Stunden abgebrochen. Zweifel an Ladestationen und Stromversorgung. Ist Europa auf die Zukunft mit Elektroautos vorbereitet? Auf der Plenarsitzung der Parlamentarischen Versammlung der NATO in Madrid hat der Generalsekretär des Bündnisses die Delegierten aufgerufen, sich weiter für die Unterstützung der Ukraine einzusetzen. Für das Gastland Spanien hat der Ministerpräsident Pedro Sánchez die folgende Botschaft an das Plenum. Es wäre gut für uns alle, Wladimir Putin eine robuste Nachricht zu übermitteln. Lassen Sie die Ukraine in Frieden. Respektieren Sie die territoriale Unversehrtheit und die nationale Souveränität sowie das Recht des Landes, seine Zukunft selbst frei zu bestimmen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky richtete sich per Videoschalter an die Delegierten und bekräftigte erneut seine Absicht, sein Land zu einem Mitglied der NATO und der EU zu machen. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg betonte die Notwendigkeit einer militärisch starken Ukraine. Wir müssen begreifen, dass dieser Krieg höchstwahrscheinlich eines Tages am Verhandlungstisch enden wird, aber auch, dass das Resultat von Verhandlungen, das wir uns erhoffen, nur durch Stärke auf dem Schlachtfeld erzielt werden kann. Der Preis, den das Bündnis zu zahlen hätte, wenn es der Ukraine nicht gelingen sollte, Russland zu stoppen, würde höher und mit Geld nicht zu beziffern sein, so Stoltenberg. Im Streit um die Anerkennung von Autokennzeichen haben sich Serbien und das Kosovo nicht auf eine Lösung einigen können. Die Führer des Kosovo und Serbiens reisten zu einem von der EU organisierten Dringlichkeitstreffen nach Brüssel. Aber nach 8-stündigen Diskussionen wurde der europäische Plan zur Vermeidung einer Eskalation abgelehnt. EU-Außenbeauftragter Josep Borrell befürchtet nun einen Ausbruch der Gewalt. Thank you. And for the sake of transparency, I have to say that we put forward. Die EU habe einen Vorschlag unterbreitet, der diese riskante Situation hätte vermeiden können, so Borrell. Die serbische Seite habe diesen Vorschlag akzeptiert, nicht aber das Kosovo. Er erwarte jetzt vom Kosovo, die Neuzulassung von Fahrzeugen im Nordkosovo unverzüglich auszusetzen. To immediately suspend further stages related to the re-registration of vehicles in North Kosovo. Der Vorschlag der EU war ein Versuch, eine Frist zu umgehen, die an diesem Dienstag abläuft. Demnach wurde von der serbischen Minderheit verlangt, ihre alten Autokennzeichen von vor 1999, als das Kosovo noch Teil Serbiens war, zu ändern. Sollten kosovarische Kennzeichen nicht akzeptiert werden, wird eine Geldstrafe verhängt. Der kosovarische Ministerpräsident begründete seine Ablehnung des Kennzeichenvorschlags der EU mit der Aufgabe der Bemühungen Borrells, bis März 2023 eine Einigung mit Serbien über die Normalisierung der Beziehungen zu erzielen. Es sei für seine Regierung nicht akzeptabel, wenn der Vorschlag nicht von einer übergeordneten Regelung begleitet werde. Nach der Kennzeichenentscheidung der kosovarischen Regierung hatten zahlreiche Staatsangestellte der serbischen Minderheit Anfang des Monats ihre Jobs gekündigt. Die Präsidentschaftswahlen in Kasachstan haben das erwartete Ergebnis gezeitigt. Präsident Kasym Schomar Tokajew ist mit einer überwältigenden Mehrheit wiedergewählt worden. Der 69-Jährige konnte dem vorläufigen Endergebnis zufolge über 81% der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigen. Keiner der 5 Gegenkandidaten, allesamt wenig bekannt in der Bevölkerung, konnte mehr als 4% erzielen. Allerdings machten knapp 6% der Wähler ihr Kreuz auf dem Feld gegen alle Kandidaten. Mit diesem Wahlerfolg hoffen Tokajew und sein Ministerpräsident Alichan Smailov hier bei der Stimmabgabe ihre Position zu festigen, die zu Beginn des Jahres noch gefährdet schien, als Tausende gegen hohe Benzinpreise auf die Straße gingen und es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kam, bei denen über 200 Todesopfer zu beklagen waren. Die Beobachtermission der OSZE monierte einen Mangel an politischem Wettbewerb im Wahlkampf und einzelne Fälle von Einschüchterung von Journalisten. In den Wahllokalen sei es jedoch nicht zu Unregelmäßigkeiten gekommen. Zu wenig Ladestationen, unsichere Stromversorgung und ein instabiles Stromnetz. Die EU-Entscheidung, ab 2035 nur noch Elektroautos zuzulassen, steht einer harten Realität gegenüber.
Zugleich arbeiten die Hersteller an effizienteren Fahrzeugen. Aber bieten diese Autos die gleiche individuelle Freiheit in Sachen Mobilität? Die Autos seien nicht das Problem. Die Technologie sei da, sagt die Generalsekretärin des Europäischen Herstellerverbands, Sigrid de Vries. Die Probleme liegen anderswo, bei der Ladeinfrastruktur, beim Zugang zu den Rohstoffen und den Bedingungen, die Mobilität für kleine Unternehmen und Verbraucher bezahlbar machen sollten, einschließlich der grünen Energie. Derzeit befindet sich die Hälfte der Ladestationen in der EU in zwei Ländern, Deutschland und den Niederlanden. Das Risiko besteht darin, dass Verbraucher zögern, ein Elektroauto zu kaufen, solange nicht genug Ladestationen verfügbar sind, während Investitionen in diese Infrastruktur mehr Sicherheit über die Zahl der Elektroautos erfordern. Hinzu kommt die Herausforderung für Stromanbieter. Eine riesige Flotte von möglicherweise hunderten Millionen neuer Elektroautos würde Schätzungen zufolge eine zusätzliche Stromerzeugung von hunderten von Milliarden Kilowattstunden bedeuten. Die Stromerzeugung müsse erhöht werden, aber das sei auch geplant, sagt der deutsche Grünen-Abgeordnete Michael Bloss. Dazu müssten erneuerbare Energien ausgebaut werden. In Deutschland etwa sei geplant, den Anteil der erneuerbaren Energien am gesamten Strom bis 2030 auf 80% zu erhöhen. Dies für die wachsende Flotte von Elektroautos, aber auch für Heizungen. Schließlich das Stromnetz. Elektrofahrzeuge machten das Netz instabil, heißt es bisweilen. Dies würde erhebliche Investitionen zur Modernisierung der bestehenden Infrastruktur erfordern, um dem massiven Nachfrageanstieg an Strom standzuhalten. Die EU-Kommission schätzt, dass in diesem Jahrzehnt mehr als 500 Millionen Euro benötigt werden, um Europas Stromnetze zu modernisieren. Der Weg bis 2035 wird lang und kostspielig. In Budapest kennt fast jeder ihr unverkennbares Geräusch, den lauten Motor und das Scheppern beim Türenschließen. Doch die blauen Icarus-Busse, die seit einem halben Jahrhundert durch die ungarische Hauptstadt rollten, werden nun endgültig in den Ruhestand geschickt. Ein letztes Mal konnten sich die großen und kleinen Fahrgäste von den stets zerrissenen Kunstledersitzen und dem Klappern des Fahrkartenlochers verabschieden. Der Icarus ist ein Symbol Ungarns. Das Unternehmen war eines von Europas größten Fabrikanten. Wir haben in den gesamten früheren Ostblock geliefert. Aber für Russland reichte das noch immer nicht. Einige der beliebtesten Modelle wie die 200er-Reihe waren weltweit im Einsatz. Sogar in den USA fuhren die aus Ungarn stammenden Hochflurmonster. Eltern mit Kinderwagen dürften erleichtert sein, dass die mit Einstiegshürden verbundenen öffentlichen Verkehrsmittel nun Geschichte sind. Doch viele in Budapest werden die stinkenden und klappernden Omnibusse mit Sicherheit vermissen. Die neue Arbeitswoche begann in Teilen Dänemarks mit Winterdiensten. Bereits am Sonntag hatte es geschneit, besonders stark auf der Insel Möhn. Dort wurden bis zu 20 cm Schnee gemessen. Doch das Winterwetter bleibt in Dänemark vorerst eine kurze Angelegenheit. In den kommenden Tagen verwandelt sich der Schnee in den meisten Teilen des Landes in Regen. Im Süden Schwedens mussten Schneepflüge ausrücken, um die Hauptverkehrsstraßen freizuräumen. Auf der glatten Fahrbahn kam es zu Unfällen. Auch auf Stockholm legte sich eine weiße Schicht. Bei Werten um den Nullpunkt könnte es in Schwedens Hauptstadt weitere Schneefälle geben. Beim zweiten Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar hat die iranische Nationalmannschaft ein Zeichen des Protestes gegen die Regierung in Teheran gesetzt. Die Spieler sangen demonstrativ die Nationalhymne nicht. Die angereisten iranischen Fußballfans ihrerseits hielten Spruchbänder mit dem Motto der landesweiten Proteste hoch. Irans Gegner England begann das Spiel mit dem Zeichen der internationalen Bewegung gegen Rassismus und Diskriminierung, Taking the Knee. Auch außerhalb des Stadions machen iranische Fans ihre Haltung deutlich. Ich bin hierher gekommen, um die Stimme des Iran zu hören. Wir sind hier, um sie zu hören. Frauen, Leben, Freiheit. Die Fußball-Weltmeisterschaft ist zu einem Sammelpunkt der iranischen Opposition geworden.
Nachdem sie sich zunächst vergeblich bei der FIFA für einen Ausschluss der Nationalmannschaft wegen der blutigen Repressionen des Regimes eingesetzt hat, nutzt sie Katar 2022 nun, um alle Welt darauf aufmerksam zu machen.